die drei Monate, die ja Schussverletzungen aufweisen, haben wir so hospitalisiert werden. Die haben noch nicht befragt werden. Es werden jetzt auch Zeugen gesucht, die eventuell Beobachtungen gemacht haben um die Eisgasse herum. Seit 2012 hier sind wir nie einmal Polizei gekommen, nie einmal Probleme gehabt, nie einmal diskutieren gehabt. Wir sind immer ruhig, wir sind immer glücklich war. Und diese ist bei uns jetzt heute schockiert, ist das. Und wer ist, kennen wir nicht. Das ist auch Muslim oder Rassist oder ich kann Ihnen sagen, wer ist das.